Die Salzburger AG investiert künftig neben Wasserkraft noch stärker in Solarstrom. Das ehrgeizige Ziel? Bis 2030 sollen jedes Jahr 1000 Salzburger Dächer mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Nachdem wir jetzt eine komplette Renovierung vom Haus gemacht haben, uns doch auch, und wir zwei Haushalte sind und dadurch eben zwei Kühlschränke laufen, zwei Gefriertruhen laufen und so weiter, haben wir gedacht, und wir haben die Möglichkeit vom Dach her, wo ist es für mich ganz naheliegend, dass man da auch was in die Richtung macht. Solar haben wir schon und da war der zweite Schritt der Photovoltaik. Die Salzburger AG bietet bei diesem Vorhaben Unterstützung bei der Errichtung, Förderansuchen und Installation einer PV-Anlage. Außerdem ist durch die Aktion 250 Dächer der Anteil an Energieproduzenten stark gestiegen. Naja, das war genau in der Phase, wo wir eben den ganzen Umbau eben geplant haben, wo wir eben gesagt haben, okay, was machen wir, was tun wir alles, und da plötzlich kommt eine E-Mail rein, 250 Dächerprogramm, Salzburger AG, habe ich mir angeschaut, denke mir, was ist das überhaupt, ja? Und dann ist das Stichwort Photovoltaik gefallen, denke mir, perfekt. Der nächste sinnvolle Schritt nach der Errichtung der PV-Anlage wäre das Produkt Solardepot. Damit wird selbsterzeugter Solarstrom, der am Tag nicht gebraucht wird, in einem virtuellen Speicher zwischengelagert. Alle Informationen dazu finden Sie wie gewohnt auf unserer Website, aber auch in den aktuellen Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburger AG.